Ah ja, genau, da hinten ist er. Ich sehe schon das Fragezeichen. Oh, wieder ein extremer Leck. Krasser Scheiß auf der zweiten Ebene. Also, da oben sehe ich schon das Fragezeichen. Hier ist die erste Ebene, hier ist die zweite Ebene. Und da ist sie. Was führt euch hierher? Die Entscheidung für den Magierweg bedeutet, einen sehr schwierigen Weg einzuschlagen. Viele verstehen uns nicht. Unser eigenes Volk tut sich schwer, unsere Künste als solche anzuerkennen. Geht dann noch weiter? Okay. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Jawohl. Ich werde ab jetzt eure Mentorin und Ratgeberin sein. Es ist meine Pflicht, euch in den arkanen Künsten zu unterweisen und euch zu lehren, wie ihr euch bei uns am besten verhaltet. Während ihr lernt und eure Macht mehrt, werdet ihr eine unglaubliche Vielfalt an Zaubern lernen, die es euch ermöglichen, mit beinahe jeder Situation fertig zu werden. Bis dahin, kehrt so oft, wie ihr möchtet, zu mir zurück und ich werde euch in unseren Gebräuchen so gut wie möglich unterweisen. Bams. Yeah, Baby. Frostnova. Wir sind die Erben eines Vermächtnisses arkaner Magie und euer Weg wird kein leichter sein. Viele machen uns immer noch für die Taten unserer Vorfahren verantwortlich, doch unsere Talente werden gebraucht. Obwohl ihr vorsichtig sein müsst, ist es wichtig, dass ihr eure Kräfte weiterentwickelt, da ihr dadurch eure Verbindung mit dem Arkanen vertieft und Zugang zu neuen Zaubern erhaltet. Geht, sammelt mehr Erfahrung mit euren Zaubern und zeigt mir, was ihr gelernt habt. Erreicht Stufe 3, haben wir schon, und Frostnova zu erlernen, machen wir jetzt. Sucht in der Nähe nach einer Trainingsattrappe und übt daran die Anwendung von Frostnova zweimal. Jo, also. Wir sind drei. Wir haben kurz mal gucken. Haben Frostkuch. Frostnova ziehen wir mal hier runter. Na komm, ziehen wir. Nee. Ah. Frostnova ziehen wir hier hin. Ist das geschützt? Ja, ist wahrscheinlich geschützt, ne? Na egal, müssen wir nachher. Muss ich mal in der Aufnahmepause gucken. Die Buttons sind wahrscheinlich geschützt und ich kann die nicht mehr einfach so rausziehen. Ja. Und da war schon wieder ein toller Leck. Trainingsattrappe sind hier hinterm Haus. Ja, da ist ja eine. Gut. Huch. Dann tun wir hier nochmal so. Oh, ein bisschen Feuerschaden machen hier, bis Frostnova wieder aufgeladen ist. So, und jetzt ist Frostnova auch gleich aufgeladen. Jawolli. Da haben wir auch schon zweimal geübt. Haben wir die hier auch noch eingefrostet. Und wieder ein Leck. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die Lex hier verursacht. Kann ich jetzt gerade auch nicht so sehen. Ja, okay. Ja, es kommt mal hin und wieder vor. Muss ich mal gucken, wie ich das beheben kann, wenn das öfter vorkommt. Genau. Die Entscheidung für den Magierweg. Bla bla bla, alles klar. Ich wusste, ihr würdet diese Lektion schnell meistern. Ihr macht den Hochgeborenen und unseresgleichen alle Ehre. Vergesst nicht, zu mir zurückzukehren, wenn ihr immer mächtiger werdet und ich werde euch weiterlehren. Perfekt. Dann kriegen wir jetzt einmal die Quest Mondpriesterin. Jetzt, wo ihr euch in eurer neuen Fähigkeit geübt habt, seid ihr vielleicht bereit, uns beim Kampf gegen die Verderbnis zu helfen, die das Laubschattental heimsucht. Mondpriesterin Dentaria Silbertal hat uns ihre Hilfe angeboten. Ihr solltet sie zwischen den beiden Teichen nördlich unseres großen Baumes finden. Schlagt einen Bogen um den Baum, um zu ihr zu gelangen,
und helft ihr so gut ihr könnt, Magier. Alles klar, machen wir. Okay, die hätte dieselbe Quest für uns gehabt, oder was? Na, dann gehen wir mal runter. Und gucken mal, wo die Gute sich befindet. Schlagt. Na, da haben wir schon wieder ein Leck. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Schlagt einen großen Bogen. Machen wir. Da müssen wir hier rum. Ach Mann, ich war schon so lange nicht mehr hier in dem Gebiet. Als ich angefangen habe mit WoW. Oh Mann, das ist bestimmt, ja, 2005 war das, genau. 2005 an Ostern. da habe ich angefangen und da habe ich auch hier in dem Gebiet angefangen. Und das ist schon so lange her. Ich war echt schon so lange nicht mehr hier. Und da ist sie. Dentaria. Hört sich irgendwie an wie Zahnarzt. Ne? Dentaria, Dentist. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Es scheint, eure Ausbildung schreitet schnell voran. Ja, das tut sie. Ivarons Gegengift. Unser Freund Ivaron ist vom Gift der Waldweberspinne befallen worden. Ich kann dafür sorgen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert. Entschuldigung. Aber ich brauche jemanden, der eine Zutat sammelt, damit ich ihm ein Gegengift machen kann. Überall um die Teiche herum, solltet ihr Mondblütenlilien finden. Diesen Blumen wohnt eine große Heilkraft inne. Wenn ich sie gemeinsam mit anderen Zutaten verwende, die ich bereits habe, kann ich Ivaron wieder gesund machen. Ja, die sammeln wir doch natürlich für dich. Hier haben wir auch schon eine. Sehen übrigens echt geil aus. Und hier vorne haben wir auch eine. Ich weiß aber jetzt nicht, ob sie sie sammelt. Deswegen hat sie jetzt einfach mal Pech gehabt. Weil ich die nämlich brauche. So, haben wir denn hier noch mehr Lilien? Hier ist auch noch eine. Oh, die. Ups. Die respawnen aber recht schnell. Hatte ich denn nicht gerade dieselbe weggeholt? Da hinten sind auch noch welche. Und wir brauchen noch zwei und die haben wir auch hier. Perfekt. Perfekt, die eine noch. Und dann haben wir die Quest und sie kann den... Ei. Also das Geruckel ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Sie kann ihn dann auch heilen. Unserem lieben Freund geht es nicht sehr gut. Trotz meiner Pflege. Habt ihr mir mitgebracht, was ich benötige? Klar doch. Die sind perfekt. Habt Dank, Runkelrübe. Besonders für eure Schnelligkeit. Jo, waren wir gut dabei. Die Stoffrüstung ist doch was für uns. Und schon geht's weiter. Die Beschützerin des Waldlandes. Nun muss ich euch um einen Gefallen bitten, der durchaus gefährlich ist. Seltsame Kunde ist mir durch das Tuscheln der Waldgeister zu Ohren gekommen. Die rätselhafte Beschützerin des Waldlandes, Tarindrella, ist ins Laubschattental zurückgekehrt. Die Anwesenheit der Dryade war das letzte Mal vor der Segnung von Teldrassil zu spüren. Irgendetwas muss im Argen liegen, wenn sie wieder zurück in das Land gereist ist. Sucht nach Tarindrella in der Schattenweberhöhle im Norden. Es ist gefährlich, aber wir werden dieses sicherheitshalber bereithalten. Alles klar. Da gucke ich noch mal kurz in meinen Sack und lege mir mal die neue Rüstung an. Und wir müssen da hinten rüber. Haben die das umgestellt? War das nicht mal in der anderen Richtung? Schattenweberhöhle, doch, war da oben. Da sind wir ja richtig.
Jo, und ich überlege auch schon, was wir für Berufe lernen. Für einen Magier auf jeden Fall als Stoffi. Schneider ist ganz geil, kann da coole Sachen machen, auf jeden Fall, geile Taschen und so weiter. Das ist auf jeden Fall die erste Option. Und die zweite Option wäre eventuell, ja, Verzauberung ist natürlich auch nicht schlecht. Da muss ich noch mal schauen, wie wir das ja am besten machen. Ach, kiek mal an. Hallo. Ich sehe, ihr habt mich gefunden, Nachtelf. Dentaria war weise genug, euch zu mir zu schicken. Ach, da kam nicht schon von selber angehupst. Okay, ich lese jetzt noch die Quest hier vor und dann mach mal kurze Aufnahmepause. Ich stoppe die Aufnahme und dann mach mal weiter. Ich hatte gehofft, niemals wieder wegen solch düsterer Angelegenheit nach Tel Drassil zurückzukehren. Ich hoffe, dass hier die Verderbnis inzwischen vollständig ausgerottet sei. Etwas Schändliches geht um. Diese Spinnen leiden viel stärker unter der Verderbnis als die anderen Tiere der Umgebung. Sie werden zu einer Gefahr für mein Volk und zu einer Gefahr für den Wald. Wir müssen ihre Anzahl dezimieren, aber doch wichtiger, wir müssen die Quelle der Verderbnis finden, die sie plagt. Ich werde mit euch kommen und euch in dieser Sache unterstützen. Also töte 12 Waldweberspinnen. Das nehmen wir an, stellen uns aber kurz mal hier an die Seite und loggen bzw. machen mal einen kurzen Stopp gerade. Ist sie jetzt weggehopst? Ich glaube, die kommt wieder, wenn ich wieder in die Höhle gehe, ne? Genau. Und gehen dann nachher hier in die Höhle rein und machen die ganzen Waldweberspinnen platt. Okay, wir sehen uns dann später wieder. Tschüssikowski!